Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 4 mit mir, dem Piet. Vielen lieben Dank fürs Einschalten, ihr Lieben. Wir haben gerade Mittwoch, Nachmittag um 17 Uhr zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ihr dürftet es am Donnerstagabend sehen oder schaut es später, wie auch immer. Und das heißt, ich habe die Kommentare der letzten Folge noch nicht gesehen, aber ich kann mir vorstellen, was ein nicht unwesentlicher Teil der Kommentare war, nämlich... Ey! Du Horst! Du beschwerst dich darüber, dass du keine Kyrat Fashion Week Mission hast, aber dafür hast du statt, aber du hast doch eine freigeschaltet hier in dem Lager, das du in der letzten Folge gerade erst, also in dieser Folge, also gerade erst übernommen hast. Hier, da ist eins freigeschaltet und meckerst, du dummer Junge. Aber gerade als ich mir gedacht habe, so, als ich mir die Map angeguckt habe vor der Aufnahme, mir überlegt habe, was könntest du dieser Aufnahme machen, was kannst du dieser Folge machen? Ey, nicht auf den. Auf den Leuten. Ja, macht mal die Typen da platt. Nicht auf den netten Elefanten schießen, das ist nicht gut. Wie auch immer, gerade als ich mir die Map angesehen habe vor der Aufnahme, dachte ich mir so, was kannst du machen? Und ich so, hä, was ist denn das für ein Zeichen? Und dann, oh shit, das ist Kyrat Fashion Week. Dummer Peter. Besorge die Haut von Karkadan, dem seltenen Nashorn, für Mr. Chiffons teuerste Handtasche in der Geschichte der Handtaschen. Mr. Chiffon, wegen dieses Designs. Sind Nashörner nicht bedroht? Nicht in Kyrat. Der König hat ein Zuchtprogramm ins Leben gerufen, als er den Thron bestieg. Er ist besessen von traditioneller Medizin und glaubt damit, sein jugendliches Aussehen bewahren zu können. Raupenpilz am Morgen für mehr Energie, Tigerpenis am Mittag für die Männlichkeit, Nashornhorn am Abend gegen Falten. Wir haben mehr Nashörner, als wir brauchen können. Reiche Geschäftsleute bieten Memes Gouverneuren $200.000, nur um eins davon zu jagen. Wow, das wusste ich nicht. Jetzt weißt du es. Und ich hoffe, du weißt zu schätzen, dass du bald die teuerste Handtasche der Geschichte besitzen wirst. Gute Nashornhaut hält dein ganzes Leben, falls du überlebst. Also geh jetzt da raus und sei grimmig. Holy shit! Holy shit. Diese Tiger, die kommen aber auch immer aus dem Nichts, ey. Das ist der absolute Hammer. Kann ich von dem leider gar nicht alle Bolzen ansammeln, glaube ich. Und ich glaube, ich muss gerade mal wieder eine meiner Waffen weggeben, was mir ein bisschen leid tut. Ah, da sind meine ganzen Bolzen wieder. Wunderschön. Ich muss eine meiner Waffen abgeben, weil ich die Nashörner offenbar mit diesem bestimmten Werkzeug jagen soll. Und deswegen kommen wir nicht dran rum. Das zu tauschen. Okay, wir sollen es mit einer Schrotflinte machen. Aber bevor wir das Nashorn hier angehen, sehe ich hier, dass wir hier noch mal wieder ein Kistchen haben. Und ich stehe auf Kistchen. Mir ist nämlich aufgefallen, irgendwie seitdem wir die ganzen Updates gekauft haben für unser Haus, ist unsere Brieftasche nie mehr so richtig voll geworden. Wir dümpeln da gerade bei 200.000 rum. Ah ja. Und für die Leute, die sagen so, ey, du hast doch noch Fähigkeitspunkte. Ja, aber ich kann mittlerweile Magazin-Jongleur lernen. Dafür brauche ich allerdings 4 Fähigkeitspunkte. Das heißt, darauf warten wir noch. Aber hier gibt es auch noch ein Poster, das wir mal entfernen müssen. So, jetzt können wir uns dem Nashorn nähern. Was ist denn jetzt hier passiert? Traut euch alle nicht zu arbeiten. Ein Nashorn! Okay. Holy shit. Und ich bin tot. Wow. Was war das denn jetzt? Dieses blöde Nashorn hat einfach irgendwas auf mich. Oh nein, jetzt müssen wir die Sachen jedes Mal neu sammeln, wenn wir sterben. Ja, ihr könnt ja schon mal euch damit ein bisschen mit dem Nashorn beschäftigen. Okay, das ist krass, ey. Vor allen Dingen, dass ich das Nashorn auf jeden Fall mit dieser dämlichen Schrotze erledigen muss. Ach, schade, das wäre schön gewesen. Aber er bleibt sogar extra für mich stehen. Das ist. Erledige das Nashorn mit der Schrotflinte. Ja, ich versuch's. Es kommt in unsere Richtung. Gucken, was das Nashorn hier für einen geilen Unfug anstellt. Kann ich hier irgendwie hoch? Ich komm hier. Ja, nein, ein Nashorn! Oh mein Gott, es hat mich mit einem LKW beworfen. Fuck, ey, es ist doch nur ein Nashorn, kein fucking Hulk. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Okay, let's try that again, ey. Komm,
jetzt hier schon wieder so hässliche Gegner vorbei? Ne, das ist ein Billo-Auto, das war kein Gegner. Moment, ist da gerade irgendwas ins Wasser gefallen? Ist das Nassau gerade falsch gespawnt? Nee. Okay, wie machen wir das mit dem Nassau am besten? Lass es erstmal nach vorne kommen. Okay, es kommt relativ schnell nach vorne. Es ist sauer auf Autos und auf mich. Okay, ich lade mal ganz kurz nach. Ihr könnt mal weiter drauf schießen. Holy shit! Holy shit! Holy shit! Du gehst jetzt auf mich, ne? Nein! Ah. Oh, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Oh mein Gott. Holy shit. Du bist ganz schön sauer, glaube ich. Dass du schon ausgehalten hast. Ein Adler! Weißt du? Oh, ein Adler. Der Adler haut eher ab. Okay, wir haben das Ding gesammelt. Nice. Jetzt der einzige Try, wo ich den Shit vorher nicht eingesammelt habe, der hat natürlich funktioniert, ey. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Schauen wir nochmal, was wir jetzt mit der Nashornhaut herstellen können. Die Schwermunitionstasche. Ja, Mann. Damit sind wir jetzt auf 4 von 4. Jetzt, wo ich das Symbol besser kenne, sollten wir vielleicht nochmal schauen, ob ich vielleicht noch irgendwo eins vergessen habe. Aber das hättet ihr mir ja auch mehrfach in die Kommentare geschrieben. Deswegen denke ich mal, dass dem nicht so ist. Nee, sieht alles soweit safe aus. Okay, alles klar. Etwas anderes, was ich mir für heute vorgenommen habe, ist die goldene Pfadmission hier. Das spawne ich einfach mal da und dann können wir da hinlaufen und dann haben wir auf dem Weg zumindest noch ganz schön viel Shit, den wir mitnehmen können, was natürlich auch nicht allzu verkehrt ist. Ich leiste mir gerade mit der Aufnahme hier eine wundervolle Pause von dem Putztag. Ich habe nämlich heute Putztag. Am Mittwoch, das ist, was daran liegt. Und deswegen habe ich die Sachen hier eingesammelt, weil hier der Gyrokopter ist. Ha, ich will die Sachen aber alle haben. Deswegen muss ich die, alle per Hand einsammeln. Wir haben heute Putztag, wobei ich könnte theoretisch einfach mit dem Gyrokopter da jeweils immer hinfliegen. Das wäre doch eigentlich am sinnvollsten und am schnellsten, ne? Kluger Peter! Putztag bedeutet bei mir, dass ich jetzt nicht nur wirklich putze, also nicht nur wische oder sowas, sondern dass ich dann wirklich alles mache mit Aufräumen und Aufräumen ist eigentlich sogar die meiste Arbeit, weil ich bin ein sehr, sehr unordentlicher Mensch häufig, ey, was das angeht. So wie beispielsweise, habe ich ja letztens das Video zu den PC's gemacht, ja. Und dafür habe ich hier mein ganzes Wohnzimmer so umgebaut, ganz viele Sachen zur Seite geschoben. Ich meine, die PC's haben für unfassbar viel Verpackungsmaterial gesorgt, das mir auf den Sack gegangen ist. Oh mein Gott. Ich kriege aber trotzdem das Karma, oder? Sehr gut. Arsch! Wichsadler! Und ja, das habe ich alles irgendwie so gelassen bis heute. Keine Ahnung wieso. Ich bin einfach so ein Typ, der braucht das nicht, dass ich dann alles immer direkt so, weißt du, alles wieder so mache, wie es ursprünglich war. Also, das ist nett ausgedrückt. Ich bin nur ein ordentlicher Mensch, also. Durchaus. Aber wenn ich putze, dann meistens, weil Besuch ansteht. Wie beispielsweise am Freitag kommt meine Freundin zu Besuch. Das heißt, Peter muss putzen. Also, sonst geht das ja nicht, ne? Ich komme hier irgendwie nicht aufs Dach. Wie komme ich hier hoch? Hier ist dieses blöde Buch, das ich haben will. Und ich weiß nicht so ganz, wo es ist. Und das bedeutet aber, dadurch, dass ich sonst so unordentlich bin, brauche ich dann wirklich für einmal ordentlich putzen, brauche ich echt lange. Ah, hier komme ich so hoch. Sehr schön. Also über... Nee, Moment, jetzt kommt mir nicht wieder mit so einer Scheiße, oder was? Oh, ich sehe es doch. Oh nein, wollt ihr mich verarschen? Oh, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Perfekt. Also, weil sich halt mit der Zeit so viel Kram angesammelt hat und keine Ahnung, ich habe Sachen bei Amazon bestellt, dafür sammeln sich Pakete an und was weiß ich nicht alles. Das heißt, ich brauche echt lange.
ganz so. Und meistens muss ich mir echt so einen halben Tag irgendwie dann frei halten, damit ich meine Bude wieder vernünftig auf Vordermann bekomme. Ah, shit, jetzt habe ich keine explosive Seitenwaffe, wa? Okay, das heißt, ich muss die Wichser erwarten. Wo können wir sie hinfahren? Weil die könnten hier über die Brücke fahren. Oh oh. Ja, das hat sie. Hey, wo ist denn der jetzt hingeflogen? Der ist einfach weitergeflogen. Kann man natürlich auch mal machen. Hi, Paganzorn! Spürt Bärzorn! Aua, 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 euer Zorn ist natürlich auch nicht schlecht. Vor allen Dingen, weil ich so unfassbar gut treffe. Ne, wartet mal ganz kurz, ich muss nachladen. Und da tut es dann natürlich, wenn man sich so einen langen Tag frei hält, da tut es natürlich besonders gut. Wenn man einfach mal sich ein bisschen Pause nehmen kann, wenn man mal ein bisschen eine Stunde oder noch länger spielen kann. Heute wahrscheinlich sogar noch länger. Es steht wieder ein ereignisreiches Wochenende an. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die Maske hier schon mal geholt habe. What the fuck? Hat er echt nicht gespeichert. Manchmal speichert er sonderbare Fortschritte. Dafür, dass ich die Maske hier geholt habe, habe ich dummerweise ziemlich krass vergessen, wo die war. Vorbei. Ach da! Okay, vielleicht habe ich hier den noch nicht gut, daran könnte ich mich erinnern. Tatsächlich steht am Wochenende, also morgen, am Donnerstag, beziehungsweise aus eurer Perspektive heute, fahre ich mit dem Dennis oder fliege ich mit dem Dennis nach München. Suchen wir unser Netzwerk, um mal wieder mit denen über die aktuellen Themen zu sprechen, was so ansteht und so weiter und so fort, wie die Lage so ist. Und dann kommen wir Freitag wieder. Wir bleiben dann nämlich bis freitags morgens, weil IDG, der Verlag, wo ich auch früher mein Praktikum gemacht habe, bei der GameStar, die haben am Donnerstagabend direkt ihre Weihnachtsfeier. Und dazu wurden wir auch eingeladen, haben wir gesagt, okay, dann bleiben wir bis Freitagmorgen. Und Freitagmorgen fliegen wir dann wieder zurück. Freitagmittag kommt meine Freundin. Ich bin ein schlechter Schütze mit der Armbrust, leider. Ja, danke! Fahrer-KI mal wieder hier, ey. Brutalst. Also Freitagmittag kommt meine Freundin. Freitagabend haben wir noch ab 18 Uhr eine 5-stündige Aufnahmesession. Und wie gesagt, meine Freundin da. Und Sonntagabend haben wir nochmal abends eine sehr, sehr lange Aufnahmesession. Und ja, deswegen male ich mir mal das Szenario aus, wo ich am Wochenende nicht allzu viel dazu komme, Far Cry zu spielen. Leider, leider, leider. Das heißt aber auch, auf der anderen Seite der Medaille heißt das, dass ich mir heute an meinem Putztag guten Gewissens mehr Zeit nehmen kann, um Far Cry zu spielen. So nach dem Motto, am Wochenende schaffst du es eh nicht, du willst aber jeden Tag eine Folge rausbringen, also, dann machst du heute halt mehr. Ja, muss halt sein, so nach dem Motto. Das ist halt wirklich so schön, sich selber so ein bisschen eindrehen, so. Oh, du musst Parkway spielen, du hast keine andere Wahl. Und in Wahrheit will ich's auch. So, mal gucken, was hier abgeht. Amita. Na, Schnucki? Alles okay? Glaubst du, das wäre einfach? Die erste Frau beim Goldenen Pfad zu sein? Die für Veränderung einsteht, während hinter deinem Rücken sich alle das Maul zerreißen, dass du ihr Erbe zerstörst. Ich bin genauso ein Krieger, eine Kurati wie die, aber die sehen nur eine Frau. Du bist ein kluger Mann, sag mir. Bin ich die Richtige für das hier? Sabal, er hat so viele Anhänger und ich frag mich, sind die blind? Oder habe ich etwas übersehen? Unentschlossenheit ist was für Schwache. Okay. Erinnerst du dich an die Teeplantage? Der Mohn wurde zur Verarbeitung in eine alte Ziegelfabrik gebracht. Sabal will sie zerstören. Er ist so verdammt überzeugt von sich. Und du willst sie übernehmen? Ganz genau. Damit können wir für die Zukunft planen, während er in der Vergangenheit lebt. Ich sage ja, er sagt nein. Aber ich hoffe, du wirst die richtige Entscheidung treffen.
Jetzt darf ich mir doch wieder beide Seiten anhören. Was spricht denn jetzt dagegen, genau, wenn ich fragen darf? Also, das habe ich jetzt nicht so 100%ig verstanden. Außerdem fragt ihr mich, wieso die so wenig Anhänger hat. Das, liebes Lieschen, das könnte daran liegen, dass du nicht halb so charismatisch bist wie Sabal und voll rumheulst. Ja? Mag ja sein, dass du vielleicht die besseren Ideen hast. 100% überzeugt bin davon, bin ich auch nicht, aber Sabal ist auf jeden Fall mehr der Anführertyp, meiner Meinung nach. Der kann halt mehr Leute leiten. So, jetzt habe ich die voll fertig gemacht, während die mir in den Rücken zukehrt. So, erstmal fragen. Nee, ich frage erstmal Sabal, was abgeht. Was ist seine Meinung denn? Sabal, Alter, what up, bitch? Sabal. Amita hat mir von der Ziegelfabrik erzählt. Und ich wette, sie hat sich bei dir ausgeheult. Hat sie dir die traurige Geschichte erzählt, dass sie die erste Frau beim Goldenen Pfad sei? Hat sie bei mir auch versucht. Aber du fällst dich darauf rein, oder, Bruder? Dieses Heroin ist pures Gift. So einfach ist das. Erledige nur als Männer und zerstöre die Fabrik. Ende vom Lied. Wow. Wahnsinnig krass gute Argumentation, Kollege. Leck mich am Arsch. Hast mich ja echt überzeugt. Ich finde, das hätten die besser machen müssen. Ich finde, die sollten richtig um meine Stimme kämpfen und nicht einfach sagen, mach das, wenn du für mich bist. Oh, jetzt kam da gerade ein bisschen Luft mit raus, sorry. Amita, komm, deine Chance. Überzeuge mich. Komm schon, gib mir eine emotionale Rede. Ich bin dabei. Ich habe gehofft, dass du das sagst. Fucking Far Cry. Du musst nur Ziegelfabrik übernehmen, ohne sie zu zerstören. Wir werden sie noch brauchen. AJ, pass auf dich auf. Sie wird sehr gut bewacht. Ach so, das ist wieder das. Ah, jetzt sehe ich das hier wieder. Machtverhältnismission. Amita will, dass du die Rohan-Ziegelfabrik eroberst und beschützt, um Opium zu verarbeiten und die Rebellion zu finanzieren. Wenn du diese Mission annimmst, lehnst du Sabals Mission ab. Ach, jetzt müssen wir uns hier wieder entscheiden, ey. Das ist doch beknackt! Ich tendiere ja immer noch zu der Argumentation, das Land wieder aufzubauen, indem man irgendwelchen Leuten lebenszerstörende Drogen verkauft, ist nicht eine besonders gute Option. Weißt du, das ist so dieses Typische, weißt du? Das Böse mit Bösem bekämpfen. So, das habe ich so nicht gelernt. Oh, shit. Wenn man es schafft, nur so seine Vision durchzusetzen, indem man die Leben anderer Leute zerstört und Drogen verkauft, dann ist das keine gute Vision. Ja, ich bin jetzt hier wieder der Moral Pete und so weiter und so fort. Wenigstens haben die diesmal nicht die Argumentation mit dem Essen gemacht. Ja, und ich weiß, viele von euch schreiben jetzt wieder in die Kommentare, nein, nimm die ist voll heiß. Ja, das ist auf jeden Fall das geilste Argument. Ich gehe wieder zu Sabal, könnt mich alle mal. Nimm die Rucksackladung. Außerdem mag ich zerstören ganz gerne. Moment, das sind nicht die Rucksackladung. Wieso habe ich da immer noch so einen dämlichen Lichtpunkt? Den will ich gar nicht haben. So. Amita wird ganz schön pissed auf mich sein. Bisher habe ich noch nie auf die gehört. Hier. Benutzt die Rucksackladungen im Labor. Okidoki. Let's go and fly in the wind. Wer auch immer den Außenposten befreit hat, hätte auch die Leichen weggeräumt. Ich hasse es gleich. Was zum Teufel ist denn jetzt passiert? Ja, scheiß drauf, wofür habe ich denn meinen Wingsuit? Was so ein Billigding nicht. Woo! Der Wingsuit ist so geil. Das ist das Schöne an dieser eher vertikaleren Map im Gegensatz zu Far Cry 3. Dass du halt sehr viel durch die Gegend fliegen kannst. Und so sehr viel Strecke hinter dich bringen kannst. Wobei der Wingsuit mich tatsächlich nicht so schnell durch die Gegend bringt, wie ich das gern gehabt hätte. Oh! Das heißt aber gleichzeitig, wir können hier auch schön eine Runde die Glocken drehen. Glöckchen, Glöckchen. Noch zwei bis zur nächsten Belohnung. Ach, das sind Mühlen. Das sind ja gar keine richtigen Glocken. Die Money-Mühle. Oh, wir sind bald Kammerlevel 6. Ohne Spaß. Es ist nicht mehr viel. Es ist echt nicht mehr viel.
Komme ich hier schnell an so eine Kiste dran? Ja, kommst du da tatsächlich. Dann kann ich die auch mitnehmen. Ich meine, 3D-Bildbetrachter, den wollen wir ja nicht auf der Straße liegen lassen, ja? Die wachsen nicht auf Bäumen und eine Kuh aber auch nicht. Ich muss mal was ausprobieren. Es hat leider nicht geläutet, aber es hat zumindest... Es hat zumindest ein entsprechendes Geräusch gemacht. Seid ihr nett oder böse? Ach, ist mir auch egal. Das macht mir eh nichts. Weil, also... Ich denke, ihr versteht mich, oder? Also... Das ist so die typische Batman-Logik auch so ein bisschen. Es mag ja sein, dass man vernünftige Ziele hat, ja? Aber sich selbst so zu verraten dann... Ja, wobei, die Amita kommt mir so vor, als wäre der da scheißegal. Weißt du? Das ist auch wieder die typische Logik. Wenn ich keine Drogen verkaufe, dann macht es jemand anders. Da kann ich auch eigentlich genauso gut damit profitieren. Ja, mach dich trotzdem nicht zu einem guten Menschen, den ich gerne als Anführer dieses Landes sehen will. Wenn man so keine Skrupel hat davor. Ich meine, ich weiß nicht mal, ob die weiß, wer überhaupt ihre Konsumenten dann sind, ja? Wobei, wenn es nach dem DJ geht, dann sind die Drogen ja eh nichts Schlimmes, also. Von daher. So, was gibt's denn jetzt hier Feines? Das sieht nicht so aus, als wäre das die Fabrik, oder? Was musst du denn jetzt hier machen? Hallo? Hey Jay, Sabal sagte, dass du kommst. Wir haben hier jeden Sprengstoff, den man sich nur wünschen kann. Nimm dir, was du brauchst, und dann geh zum Havildar auf dem Hügel. Okay. Ich dachte, dafür habe ich die Tasche aufgesammelt. Ihr Luders. Erstmal den Scheiß hier abbrennen. So, wie komme ich jetzt hier auf den Hügel? Dafür wurde mir wahrscheinlich ein Quad zur Verfügung gestellt. Aua. Oh, ich bin, glaube ich, gegen den Ast gefahren. Aua! Und gegen den Baum. Haben wir mittlerweile 4 Fertigkeitspunkte? Haben wir... Oh, shit. Schneller nachladen, Bitches. Ja, Mann. Oh, da müssen wir wahrscheinlich hin gleich. Holy shit. Autsch. Bist du der Havildar? Mein Freund? Havildar, Kommandant, wie du willst. Ist mir eine Ehre, Sohn von Moha. Siehst du den Schornstein? Zerstör die Stützkabel und lass ihn einstürzen. Das sollte ein schönes Loch geben, durch das du in die Anlage kannst. Zerstör? Die Frage ist wie, oder? Ich würde den Sprengstoff für den Schornstein und die Einrichtung aufheben und die Kabelwände mit Hilfe der Elefanten rausreißen. Viel Spaß. Viel Spaß, sagt er. Klingt aber machbar. Oder was meint ihr? Erstmal wieder ein bisschen aussortieren hier. Ist ja schön, dass ihr alle so alleine steht. Nur mal ganz ehrlich sagen. Da habe ich jetzt gerade mal so gar nichts gegen. Was bist du jetzt? Ist egal, du bist eh tot. Oh shit. Oh. Ich wurde gesehen. Hä, ich habe dich nicht getroffen? Was? Oh oh. Holy shit, Alter. Wollte der gerade Mörser abwerfen? Oh nein, jetzt gibt's ja noch gleich Verstärkung. Jetzt kommen wir aber in eine ungünstige Lage. Jetzt kommen wir in eine ganz ungünstige Lage. Ich glaube, ich brauche Elefantenpower. Ich brauche Elefantenpower. Definitiv. Hi, Buddy. What up? Wir müssen mal was zerstören. Ich weiß nicht so ganz, was wir zerstören müssen, wenn ich ganz ehrlich bin. Auf jeden Fall diesen blöden Alarm. Auf jeden Fall können wir den killen. Okay. Ey, jetzt hau die doch! Was passiert hier? Hau die! So würde ich das sehen. So, wo sind denn die Streben? Da ist auf jeden Fall eine Strebe. Moment, wir gucken uns kurz um das Auto hier. So, das hätten wir geschafft. Das Ding wackelt schon. Das Ding wackelt schon. Und die beiden sind tot. Ich glaube, das ist nicht die richtige Waffe für diese Art der Mission. Okay, das auch nicht.
Ja, stimmt, ich hab eine hässliche Schrotze. Naja, besser als nichts. Ja, die Strebe ist auch da. Das Ding wackelt. I like it. Na, Freunde. Boah, jetzt. Jetzt hätte ich gerne den geilen Granatwerfer gehabt. Der wäre für diese Mission natürlich sehr praktisch gewesen. Oh, eine Strebe noch. Oh, an der bin ich fein irgendwie vorbeigelaufen. Ich hab so ein gutes Monster-Genie. Komm, geh mal ein bisschen. Beeil dich mal ein bisschen, die Elefanten. Gut, jawoll. Das war das letzte Kabel. Der Schornstein ist jetzt angreifbar. Bitte fall nicht auf mich, Schornstein. Bitte mal. Nein, fällt gar nicht. Komm aber auch immer mehr hier. Okay, komm mal hier durch. Komm mal her. Wir sind gerade mehr oder weniger unter uns. Dann kann ich mal eben die Sprengstofftasche hier anbringen. Oder auch nicht. Wofür habe ich die Tasche denn dabei? Was muss ich denn jetzt hier machen? Eventuell muss ich auch einfach 9 drücken. Probieren wir es mal damit. Oh! Oh, es funktioniert! Naja, egal. Out, 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 out. Das war's. Jetzt geh da rein und jag alles hoch. Wir werden hier draußen gegen die Schweine kämpfen. Ein Kackschütze mit dieser. Hä, du hast es überlebt? Da. Das ist aber mal gut hier. Was meinst du? Okay, ich muss da mal rein. Ach so, scheiße, ich hätte da oben durchgemusst, wa? Das würde irgendwie Sinn machen. Dafür habe ich die Scheiße ja weggesprengt. Durch den Schornstein. Ich bin der Weihnachtsmann! Whee! Da drüben! Nein, nein. Dafür ist die Schrotze gar nicht so verkehrt. Oh shit. Oh shit. Könntest du mal sterben? Das ist nicht gut, dass ich gerade so burn. Okay, wir müssen das mal machen. Oh nein, jetzt brenne ich wieder. Oh mein Gott. Jetzt wieder auf mich zu gerannt kommen. Boah, jetzt brennt hier alles. Okay, dann fangen wir hier hinten an. Ja. Ich habe jetzt keinen Zeitdruck. Ist ja unglücklich. Okay, ich kann die Tür öffnen. Ja, das Feuer ist ein bisschen nervig. Ich muss da irgendwie. Ich versuche einfach so dran vorbeizugehen. Passt das schon. Zack. Sie erwarten mich nicht, wenn ich von hinten komme. Oh! Autsch! So, jetzt muss ich mich wahrscheinlich verpissen, ne? Ich verlasse das Labor. Am besten von wo ich gekommen bin. Nein, das geht gar nicht. Okay, wie verlasse ich genau das Labor? Scheiße. Hier? Hallo? Hier? Nein. Scheiße! Hier? Nein. Oh Gott, es wird mir sogar auf der Map angezeigt. Ich bin so dämlich. Schaut! Und. Oh, frische Luft. Mein Gott, da drin Feuer ist echt nicht ungefährlich. Okay, zünde den Sprengladung. Das gucken wir uns aber aus einer sicheren Entfernung an. Hey, Angel, schön dich zu sehen. Ja, danke gleichfalls. Echt nett von dir. Okay, und es macht Boom! Sabal, die Ziegelfabrik ist Asche. Gute Nachrichten, Bruder. Wir wurden vergiftet, aber du hast Kiras Vision für ihr Volk erfüllt. Nun haben wir die Chance auf ein reines Leben, in Einklang mit dem Land. Die alten Sitten kehren heim, und das dank dir, Sohn von Mohan. So sieht's aus, Bitches. I'm fucking AJ, Sohn von Mohan. Und ich hab die Ziegelfabrik zerstört. Oh, Snap! Und noch irgendwas Geiles gekillt. Ah, jetzt hab ich gerade. Nein, falsche Waffe. Nein, 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 nein,
Komm, da habe ich eine Chance. Ah, war das knapp. Na gut, scheiß auf den fucking Kurier. Die Folge ist vorbei. Wir haben diese Folge doch ganz gut was geschafft, meiner Meinung nach. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.